Hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 3. das Haus ist fertig. Und wir stehen im Regen. Kein guter Tag für uns. Gut, ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Und zwar, Achtung. Achso, nee, warte mal, hier. Ist schon soweit. Tada! Ja, sorry. Mehr. Oh Gott, das ist laut hier. Warte mal eben. Müssen wir rein. Mehr war leider nicht drinne. Ich glaube, ich hatte. Jo. Schönes Dreckswetter. Es pisst wie aus Eimern. ich hatte, glaube ich, wie viel hatte ich? 24.000 Simulus. Heißen die überhaupt Simulus? Oh Gott, ich weiß das alles gar nicht mehr, ey. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Und jetzt habe ich nur noch 34. Warum? Lisha, was hast du getan? Ach so. Okay. Lucky braucht ja was zu fressen. Ja, das hat man davon, wenn man sich Tiere anschafft, ne? Und das, obwohl man pleite ist. Ja, keine Angst, das bleibt nicht so. das wird mit der Zeit verändert. Das mache ich dann aber, mache ich dann für mich selber. Aber erstmal müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Ich finde es so, aber... Whatever. ich finde es so aber deutlich besser, weil sonst... Ja, das ist zu uninteressant. Ich hätte jetzt cheaten können und uns ein mega Haus hier bauen können. Aber dann, ja, dann hast du ja nichts mehr, worauf du hinarbeiten kannst. Das ist ja irgendwie langweilig. Also für mich selber hätte ich das wahrscheinlich getan. Dann hätte ich mir... Hallo? Achso. Hätte ich mir wahrscheinlich auch eine andere Geschichte überlegt. Lucky denkt an Geister. Sag mal, wollen die anderen hier nicht mal? Kommt mal hier rein. Es ist nass. Hier, Nuri, die kann gleich mal was tun. Für ihre YouTube-Karriere. Schön. Ich habe ja gesagt, das muss ich ein bisschen fantasievoller gestalten. Wenn ich es auf YouTube beziehen möchte. Was auch nicht allzu häufig vorkommen wird. Ach, und im Übrigen, wir haben kein Licht. Ich konnte mir keins mehr leisten. Ja, life is hard. Oh, sehr schön. So. Hauptsache, wir haben PC. Das ist das Wichtigste. Wer braucht schon Licht? Ich gehe gleich mal zusammen mit euch die Wünsche hier durch. Also, hier gibt es halt so, ich weiß nicht, für die es nicht wissen. Ja, schlimm, ne? Schlimm mit Inori. Ständig muss sie am PC ran. Und ich? Ha? Inori, das kennen wir doch irgendwo her. wir haben uns früher tatsächlich immer... Früher hatten wir nur einen PC, also bei meinen Eltern halt. Oder unseren Eltern. Und immer wenn einer dran war, wollte der andere auch auf einmal. So ist das ja immer bei Geschwistern, ne? So. Wollen wir mal kochen? Eigentlich muss Inori ja kochen, ne? Na gut, mache ich das mal. Das kann ja nur nach hinten losgehen. Was gibt's denn? Macaroni mit Käse, finde ich geil. Oh, der Regen, der ist so laut. Hm? Ich habe hier anscheinend auch Orientierungsprobleme. Aber dafür kann ich diesmal nicht. Das ist der Sinn, das war ich nicht. Wir sollten uns ganz schnell Arbeit suchen. Ja, so erstmal zu den Wünschen. Die werde ich jetzt erstmal aussortieren. China besuchen. Ja, das machen wir irgendwann mal, aber nicht jetzt. Mit Lucky sprechen. Wenn es mir gut tut. Gesetzeshüterkarriere einschlagen. Nee. Eigentlich nicht. Wenn die Nuri da hinten fertig ist, dann werden wir uns auch einen Job suchen. Denn ich hätte gerne Licht. Ja, ich musste drauf verzichten, sonst wären hier keine Schränke und so drinne gewesen. Falls es ab und zu ein bisschen hakt, dann sorry. Die Probleme hatte ich schon immer mit Sims, völlig egal, wie und wo und, naja. Whatever.
So, in die Zukunft reisen. Das ist auch eine geile Idee. Ich weiß gar nicht, wo das Ding steht. Irgendwo teleportiert sich so ein... Oh, dieser Regen. So ein... Naja, sag doch mal, so eine Zeitmaschine halt hin. Oder muss ich mir die kaufen? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt. Gut, Lisha musste noch ein bisschen drauf verzichten. Lisha will Sport machen, ist gut. Machen wir. Mit übernatürlichen Wesen anfreunden. Ja, machen wir auch noch. Darauf soll es ja hinauslaufen. Hexen wollen wir nicht. Ein übernatürliches Wesen werden. Ja, das ist natürlich auch schick. Lisha, hast du Bock drauf? Damit ist gemeint, also entweder du kannst zum Beispiel zum Vampir werden oder zum Werwolf. Zur Fee weiß ich jetzt gerade gar nicht. Was ist mit dir los? Huch, wo ist du hin? Ah. So, was ist denn hier mit Essen? Oh, jetzt hakt's. Das ist das, was ich meine. Aber gut. Ja. Wir Timo gucken. Mit Timo ist alles dunkel. Sehr schön. Ja, scroll mal ran. Ich hoffe, dass mein Laptop damit klarkommt. Sonst muss ich, wenn es zu nervig wird, ein bisschen umrüsten. Malen. Können wir mal machen. Huch. Den Kurs belegen machen wir nicht, weil dafür brauchen wir Geld. Kunstgalerie besuchen. Lassen wir mal weg. Ein Elixier bekommen. Lassen wir auch mal weg. Wie war das denn noch? Ich glaube, hiermit konnte man Zufriedenheitspunkte sammeln. Und dann, und dann kriegst du Belohnungen. Die können wir uns dann im Laufe des LPs mal anschauen. Ich hatte mich schon sortiert, ne? Ja, ich habe doch Essen gemacht. Warte doch mal eben, Mensch. Hab doch mal ein bisschen Geduld. Und jemanden Freundschaft schließen. Nein, das wollte ich auch. Egal. Kommt bestimmt irgendwann wieder. Ich sehe das schon kommen. Wir gehen gleich alle drauf, weil wir verhungern. Weil ich so lange für das Essen brauche. Ein Buch beenden. Ein Friedhof bei Vollmond besuchen? Ja. Von mir aus. Machen wir. So, ja, ist doch alles gut. Ich glaube, da hat sich jemand erkältet. So, Essen ist fertig. Warte mal, ich glaube, ich konnte die auch alle zum Essen rufen. So, das mit dem Wünschen ist jetzt nur mal eben zum Einstieg. Auch damit ich ein bisschen was erklären kann. Für die sich jetzt mit Sims nicht so auskennen. Streuner adaptieren, machen wir auch noch nicht. Diese Wünsche werden sowieso immer wieder mal auftauchen. Zukunft vorhersagen. Warum willst du die Zukunft vorhersagen lassen? Was für ein Quatsch. Bon Appetit! Ich sollte mir echt Licht anschaffen, Mann. Wie man sieht, schlägt das bei den Sims auch aufs Gemüt, so ganz ohne Licht und nass und Hunger. Ja gut, das mit Hunger haben wir jetzt ja erledigt. So. Nix sehen wir nicht. Ja, Freundschaft schließen machen wir auch. Schätzchen! Mach mal weg hier! Nicht einfach rumstehen lassen. Oh, mir ist das Essen angebrannt. Ist ja wie im Real Life. Das sieht doch ganz gut aus. Das habe ich schon schlimmer hingekriegt. Beziehungsweise die Sims. Ja, wir wollen uns jetzt mal gleich einen Job suchen. Wer ist denn hier schon? Ja, Enori musste da jetzt sitzen. Also einen Job finden kann man halt über die Zeitung oder über den PC. Oder man geht selber zu der Stelle hin. Also eigentlich ja. Wie man es halt macht, ne? So. Wollen wir mal gucken. Ja. Gucken wir erstmal hier. Bei einigen Sachen muss ich mich erstmal selber wieder zurechtfinden.
Nuri zögert ein wenig. Ist keine Lust, ne? Nein. Spielplatzaufsicht, ja, sehr schön. Ah, das, was ich mit dir vorhatte, ich weiß gar nicht, ob das hier drin ist. Brech mal ab. Oder bei Traumkarriere. Und die Nuri wird das so gar nicht gefallen. Was denn? Ja, gleich. Meckern nicht rum. Ja, aber sie. Weißt du nicht, Nuri? Ja. Hier, yay. Und das ist gar nicht gut. Wir haben gar keine Kohle, Mann. Und ich glaube, dafür brauchen wir ein paar Sachen. Mal schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Was? Gemeinschaftsschule für Hochbegabte. Was soll man denn damit jetzt anfangen? Hallo? Hä? Okay, keine Ahnung. Level 2 der Tagespflegekarriere einschlagen. Ja, gucken wir mal, wie das hier so läuft mit Inori. So, jetzt gehst du da mal weg. Wir gehen mal pennen. Also ich will schon sehen, dass wir jetzt alle einen Job kriegen, weil sonst nagen wir hier echt im Tuch. Und das ist nicht so gut. Der freie Wille ist im Übrigen ganz hochgestellt. Ich weiß auch nicht, warum die gerade nicht selber ins Bett gehen. Stehen da alle und nörgeln rum? Also ich finde es halt besser, wenn die ein bisschen ihren eigenen Kopf haben. Das sind jetzt wahrscheinlich genau dieselben, ne? Ich hatte mir schon für fast jeden was überlegt, von daher werde ich nicht unbedingt das nächstbeste nehmen. Wobei, man kann es auch wechseln. Gut, Lisha, geh erstmal pennen. Abendleff muss auf Klo. Sehr schön. Hey, komm mal her. Ich stehe da sowieso noch rum. Du kannst jetzt nicht auf Klo. Guck mal, meine Schüssel habe ich immer noch nicht weggepackt. Oder hat jemand anders die da wieder hingestellt? Was mache ich denn mit mir? Was will ich denn? Ah. So, wir nehmen die Journalismuskarriere für Abenclave. War, glaube ich, jetzt auch hier ihr Lebenswunsch, ja. Ja. Ehrlich, Leute, es ist noch harmlos. Bei Sims 1 war das viel schlimmer. Standen die da ständig rum und haben gegrölt und irgendwie da auch. Und das alle paar Minuten. Also wenn es ihnen schlecht ging, ne? Wenn sie Hunger hatten oder was weiß ich. Ich weiß gar nicht mehr, was die immer geschrien haben. Aber es war nervig. Teilweise. Gut. Zwei haben wir schon mal. Ja, geh doch schlafen, Mensch. Ja, da. Was ist das? Ach so, entspannen. Bestimmte Stellen, wenn die jetzt alle pennen oder so, werde ich dann. Nee, das wollte ich nicht. Werde ich dann rausschneiden. Weil was. Ja, soll ich das laufen lassen? Dann kann ich eh gerade nicht viel machen. Ist das Lucky? Lucky ist müde. Habe ich dir kein Köpfchen gekauft? Spielt er mit seinem Essen? Wundern würde es mich nicht. Ja, tatsächlich. Aber du kannst auch auf der Couch schlafen. Hier.
Da. Ich hoffe, dass es zu Anfang nicht zu langweilig wird, weil erstmal muss ich mir das natürlich alles aufbauen. Bis sie dann alle einen Job haben und keine Ahnung und so weiter und so fort und bis wir hier ein bisschen mehr machen können und bis wir endlich Licht haben. Naja, wird schon. Kriegen wir schon hin. Das wird schon laufen. Lucky geht jetzt auch schlafen. Es hakt manchmal schon ziemlich stark, ne? Ich muss mal gucken, wie ich damit so zurechtkomme. Auch wie das für euch ist, wenn das zu anstrengend ist. Ruhig in die Kommentare schreiben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es nicht anders. Also, dass es so richtig flüssig läuft, hatte ich eigentlich nie. Okay, ich würde aber auch sagen, ich glaube, ich kann den Part auch schon beenden. Ich werde mal gucken, dass wir im nächsten Part dann alle erstmal einen Job kriegen und uns ein bisschen hocharbeiten. Dass wir uns ein paar schöne Sachen kaufen können. Und ja, mal schauen, was sich daraus wird. Ne? Ich bin selber gespannt. Ich habe mir nicht wirklich etwas vorbereitet, ehrlich gesagt. Wie gesagt, für jeden Einzelnen habe ich mir das eine oder andere überlegt, aber ich habe jetzt keine feste Geschichte oder sonstiges. Schauen wir mal, wie das wird. Ich bin selber gespannt. Dann danke ich euch erstmal fürs Zusehen. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich mit Licht. Bis dann.